Die spanische Treppe in Rom. Eine Kulisse, die Influencer zu Höchstleistungen animiert. Wobei man nicht weiß, was schwerer ist. Diese Akrobatik oder die spanische Treppe als menschenleeres Idyll darzustellen. Denn so sieht sie in echt aus. Tausende Touristen jeden Tag. Mit der deutschen Historikerin Andrea Hindrichs, die seit langem in Rom lebt, wollen wir ihren Reiz ergründen. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also eine etwas gemeine Antwort, aber sie stimmt leider tatsächlich, dass man den Reiseführern ständig voneinander abschreibt. Und irgendjemand hat mal vor ein paar Jahrzehnten geschrieben, eine der Hauptsehenswürdigkeiten von Rom ist die spanische Treppe. Seitdem wird sie belagert, mit Rotwein und Pizza bekleckert, bis es der Stadt zu bunt wurde. Seit 4 Jahren gilt Sitzverbot für Touristen, streng überwacht von den Carabinieri. Die Stadt ist etwas dreckig. Vielleicht nehmen sich deshalb viele das Recht heraus, auch hier ihren Müll zu hinterlassen. Der Treppe ist der totale, der ganze Charme genommen worden. Weil früher war das so, man hat hier gesessen, man hat sich trafen sich eigentlich Menschen aus aller Welt. Man kam miteinander ins Gespräch und das ist jetzt einfach nicht mehr. Das Sitzverbot soll helfen, die 135 Stufen aus Marmor und Kalkstein zu erhalten. Eine Besonderheit der Treppe. Man hat im späten 17. Jahrhundert den goldenen Schritt erfunden, ausgemessen. Und das heißt, wir haben hier wirklich sehr schön abgeflachte Stufen, die quasi eine Nullsteigung haben. Und man kann die sehr bequem sowohl rauf als auch runterlaufen. Ob die Treppe deshalb auch bequem zu befahren ist, ist unklar. Zuletzt hatte sich jedenfalls ein Tourist mit seinem Maserati hierher verirrt. Ein Stunt à la Hollywood, das die Treppe immer wieder als Kulisse nutzt. Dieses Jahr Tom Cruise, vor 70 Jahren Audrey Hepburn und Gregory Peck. Together. But don't you have to work? Work now. Today is going to be a holiday. But you don't want to do a lot of silly things. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Die Idee für die Treppe kam von der damaligen Schutzmacht Frankreich. Der Name stammt von der einst angrenzenden spanischen Botschaft. Berühmt wurde sie durch Hollywood. Doch die Eleganz der Treppe beschreibt am besten ihr wirklicher Name. Treppe der Dreifaltigkeit vom Berge, italienisch Scalinata di Trinità dei Monti.